Wenn Sie jetzt mit am Tisch sitzen könnten und Pläne schmieden könnten, was würden Sie jetzt tun? Ich würde direkt bei den Bürokratiethemen anfangen und würde ganz gezielt eine 2 Jahre, ja, ich sag mal, bürokratiefreie Zone für willige Gründer einführen, sodass die möglichst wenig sich mit irgendwelchen Ämtern und mit den Fallen, die in der Auseinandersetzung mit Finanzamt und Co. lauern, auseinandersetzen müssen, sondern sich ganz auf ihr Digital-Business konzentrieren können. Ich würde gleichzeitig die Hürden senken, damit auch kleine Investoren als Business Angels vielleicht mal ein paar hunderttausend Euro auf eine neue Geschäftsidee werfen dürfen, ohne dafür steuerlich abgestraft zu werden. Und ich würde dafür sorgen, dass die Mobilfunkprovider, wir haben ja 3 sehr, sehr renommierte Unternehmen hierzulande, in die Pflicht genommen werden. Das heißt, neue Frequenzen gibt es nur, wenn man nachweisen kann, dass man auch die Infrastrukturleistung erbracht hat. Dankeschön für das Gespräch an den Unternehmensberater Thomas Köhler zum Stand der Digitalisierung in Deutschland.